herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein Food Diary von mir. Ich werde euch die nächsten 5 Tage mitnehmen und zeigen, was ich so esse, wie ich mich ernähre, dass ich ein gutes Körpergefühl aufbaue. Mein Ziel ist es einfach, mich ausgewogen, gesund zu ernähren, eine gute Balance zu haben und einfach mich wohl an meinem Körper zu fühlen. Ich bin auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg. Es gibt mehr positive Tage vom Körpergefühl her als negative und das ist schon mal was Gutes. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich liebe es ja selber, so Food Diaries anzuschauen. Essen ist einfach Leben. Essen sollte Leben sein. Essen sollte genießen sein. Und Essen sollte nicht dein Feind werden. Und das ist mir auch super wichtig und das möchte ich dir auch zeigen. Und ich möchte dir auch zeigen, dass jede Ernährung und jeder Körper individuell ist und dass es nur ein Beispiel ist. Ihr könnt euch Beispiele an Rezepten nehmen, was ich so cooles koche, um ein bisschen Abwechslung auch in eure Ernährung hereinzubekommen. Aber ihr dürft euch nie, nie, niemals mit meiner Ernährung vergleichen, denn jeder Körper ist wie gesagt anders. Und ich würde sagen, wir starten mit diesem Food Diary. Let's go! Ich möchte euch jetzt einfach meinen realistischen Body zeigen, ohne Essen, ohne irgendwie den großartig anzustrengen. Und das an einem Montagmorgen. Also so sieht er quasi unflexed aus, wie man das auf Englisch sagen würde. So von der Seite, habe ein kleines Bäuchlein und ja, so. Es ist auch wirklich ganz, ganz normal, dass Frauen hier so einen Unterbauch haben, denn das schützt die ganzen Organe und hauptsächlich auch die Gebärmutter, was super, super wichtig ist, weil viele wollen ja auch ihren Unterbauch trainieren, aber Leute, den bekommt ihr einfach nicht weg. Das ist genetisch bedingt. Und ja, wenn ich jetzt meistens so vor dem Spiegel stehe und flexe, dann würde das so aussehen. Dann zieht man den natürlich ein. Deshalb Reminder an euch, Gym Girls oder generell Gym Leute oder Mädels, die ihr auf Instagram seht, sind nicht zu 100% realistisch. Also die haben auch mal einen vollen Bauch oder sehen auch mal nicht so trainiert aus, aber das ist völlig normal und ich möchte dir auch in diesem Video zeigen, wie du dich einfach wohler fühlen kannst in deinem Körper. By the way, habe ich auch ein Online-Coaching für Girls gegründet, wo ich euch unterstütze bei eurem Ernährungs- und Trainingsplan, euch wohler zu fühlen in eurem Körper, euer Ziel zu erreichen, euer Körperziel, egal ob du abnehmen, zunehmen oder dich einfach nur wohlfühlen möchtest. Ich werde dich begleiten auf deiner Reise gemeinsam und du hast dann sozusagen alles kompakt in einer App zusammen, deine gemeinsamen Pläne. Es gibt eine Chatfunktion, wo wir jederzeit kommunizieren können. Wir können uns Bilder, Videos, Audio-Nachrichten, Textnachrichten schicken und du bekommst wöchentlich Kurzvideos von mir zu bestimmten Themen wie, wie motiviere ich mich, welche Supplemente sollte ich nehmen. Also einfach nochmal, um dir besser auch diese Fitness-Bubble zu erklären und warum ich jetzt genau so deine Pläne erstellt habe, denn mir ist es wichtig, dass man im Coaching auch ja, Wissen dazu lernt, warum macht man das Ganze jetzt. Und in meinem Coaching ist es mir auch wichtig, langfristig Erfolge zu sammeln, weshalb eine reguläre Coachingzeit 6 Monate beträgt, aber du kannst nach den ersten 4 Monaten das kostenlos kündigen. Aber ich finde halt, Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Und wenn man beständig ist und dran bleibt an diesem Prozess, weiter motiviert das Ganze durchzieht, dafür bin ich auch da, dich zu motivieren, dann wird man auch langfristig Erfolge sammeln und sein Ziel langfristig auch halten. Und falls du Interesse hast, dann klicke gerne auf den Link in meiner Bio. Dort kannst du dich anmelden für ein kostenloses Erstgespräch. Wir quatschen beide gemeinsam über dein Ziel, wie das Coaching dann ablaufen würde und ich freue mich auf jeden Fall, dich da draußen kennenzulernen. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's mit diesem Food Diary. Mein Food Diary oder mein Start in den Tag beginnt mit einem Iced Coffee Chocolate Chip von More Nutrition. Und diese Cremigkeit ist einfach unfassbar, wie ein Milchshake. Damit habe ich, glaube ich, schon so um die 20 Gramm Proteine. Und der hat auch nur 100 Kalorien und hält mich auch so lange satt. Und danach geht's ins Training. So, Friends, mein Iced Coffee habe ich jetzt ausgetrunken. Hier habe ich schon mal mein More Clear vorbereitet. Jetzt geht es ins Oberkörpertraining, denn ich habe noch Muskelkater. Und
Deshalb werde ich die beiden Tage tauschen und morgen Unterkörper trainieren. Und ja, hier trinke ich oder während des Trainings trinke ich immer einen More Clear. Für mich ist das die beste Sache. Dann, ja, das Ganze hält mich auch einfach länger satt. Und dann nach dem Training gönne ich mir dann meine erste große Mahlzeit. So, zurück vom Training und ich habe mir eine fette Kartoffel-Pesto-Bowl gemacht aus Kartoffeln, Airfryer, dann etwas Rucola, Blattspinat, Mozzarella, dann veganem Speck. Das ist wirklich der beste vegane Speck, den es gibt. Der schmeckt so gut, auch richtig schön salzig. Dann ein paar Edamame, Gurke, Tomate, Mais und ja, wie gesagt, Pesto. Ich habe das Rezept ein bisschen abgewandelt. Das originale Rezept ist von der lieben Toni, Antonia Elena. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Und ja, den genehmigen wir jetzt. Nachmittags war ich dann noch mit einer Freundin in der Stadt und wir haben den neuen Eisladen ausprobiert, der in Leipzig aufgemacht hat. Den kenne ich schon aus Erfurt, Eiscremerei, und das Eis war wirklich so gut. Zum Abendessen gibt es einmal Udon-Nudeln mit so einem Wok Asia Gemüsemix TK von Iglo. Dann haben wir noch ein bisschen Mais, Edamame dazugegeben und Like Chicken dazu angebraten. Und von Moore haben wir die Light Peanut Cream mit Garlic sozusagen untergerührt. Und jetzt haben wir so eine richtig, richtig leckere Asia Nudelpfanne mit Erdnusssoße. Zum Nachtisch gibt es meinen heißgeliebten Protein Pudding von Moore. Mit zwei Scoops Chunky Flavor, weil der ja neutral ist. Und als Topping gibt es einmal den Austrian Cookie im Geschmack Muscle Milk. Ich nehme da immer ein kleines Stück und zerbrösel den. Also als Topping mega, mega nice. Und ihr könnt bei Austrian Cookie Dealer mit meinem Code MARYLOU10 10% auf eure Bestellung sparen. Dann habe ich hier noch ein paar Kakaodüsis und ja, das genehmige ich mir jetzt. Der nächste Tag. Früh gab es wie immer, wie gestern, meinen Iced Coffee und meinen More Clear jetzt im Training. Und zum Mittag gibt es jetzt meinen Lieblingseieraufstrich. Das Rezept dazu findet ihr auf Instagram. Das ist wirklich nur zwei Zutaten, ein bisschen würzen und fertig. Das schmeckt so gut. Dazu habe ich mir noch einen großen Salat gemacht. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Wir sehen uns dann zum Snack wieder. Mir ist es hier wichtig, auf dem Kanal offen, ehrlich und transparent zu sein. Deshalb zeige ich euch jetzt, dass ich die Hälfte des Salats nicht mehr gegessen habe, weil ich hatte jetzt noch richtig Bock auf das restliche Baguette. Deswegen esse ich jetzt hier noch das Baguette und meinen Eiersalataufstrich. So Friends, ich muss jetzt mit meinem Handy weiterfilmen, weil meine Kamera total rumspinnt. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen Iced Coffee gemacht, aber nicht den gleichen wie heute früh, weil da habe ich ja immer die Protein-Eiskaffee Vanilla-Chocolate-Chip-Mischung von Moore. Und hier habe ich mir jetzt einfach einen selber gemacht, ohne Protein quasi, aus einem Espresso-Shot, Mandelmilch, Scoop Chunky und ein paar Eiswürfeln. Und das schmeckt auch so, so gut. Ohne deine Niere an Starbucks zu verkaufen, also den könnt ihr euch easy zu Hause nachmachen. Das Rezept findet ihr auch in meinen Highlights auf Instagram. So gut. Nachmittags habe ich dann einen Proteinriegel gesnackt und abends bin ich mit meinen Mädels essen gegangen und da gab es einmal Hähnchencurry mit Basmati-Reis für mich. Good morning, good morning. Ich starte heute wieder mit einem Iced Coffee in den Tag. Die Gläser sind übrigens von 7 O'Clock. Da habe ich auch einen Rabattcode für euch ergattern können. Die sind wunderschön. Da gibt es so aesthetic Gläser. Und dann habe ich mir auf Amazon so Glasstrohhalme bestellt. Und dann ist das ein Vibe, sage ich euch. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Meal Prep für heute Mittag. Denn für mich geht es dann zu Annabelle Maria Podcast aufnehmen. Ich freue mich riesig und seid gespannt auf die neue Podcast-Folge. Zum Mittag gibt es bei mir heute mal ein Porridge. Ich habe irgendwie richtig Bock auf Porridge. Dazu habe ich Instant Oats mit Cream of Rice, also Reispudding gemischt. Dann veganes Proteinpulver hinzugegeben. Und das Ganze getoppt einmal mit Blaubeeren, diesem Apfelmark mit Mango. Das wollte ich mal ausprobieren. Das klingt richtig, richtig lecker. Ein paar Kakaodüsis und ja, that's it. So, als Snack gibt es hier einmal den Vegan Protein Bite. Das ist der letzte, den ich habe. Im Sommer friere ich mir die immer ein, weil das dann so schön kühl ist.
und dann habe ich auch ein bisschen mehr von. Also wenn ich den jetzt bewerten würde für einen veganen Riegel, ist schon eine 9 von 10. Und sonst normal könnte der halt noch fatschiger sein, weil das ja im Geschmack Brownie ist. Deshalb würde ich dem so eine 7,5 von 10 geben. Aber guter Snack. So, nach dem Training gibt es einmal einen Protein-Wrap mit Light Marmalade, Himbeer, Blaubeer und dann noch ein bisschen Käse. Also wirklich beste Kombi, Marmelade und Käse. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Es ist Pizzazeit. Ich habe mir den More Protein Pizza Mix bestellt, habe mir jetzt zwei Pizzazungen gemacht. Das ist die erste. Die habe ich belegt mit passierten Tomaten, habe das Ganze gewürzt, Hähnchen, Mais und Light Mozzarella. Oh, ich freue mich einfach so sehr drauf. Und das ist meine zweite Pizzazunge. Und zwar ist die auch mit passierten Tomaten, Hähnchen. Dann habe ich Paprika drauf getan, Blattspinat und Eat Lean Reibekäse. Das ist wirklich der beste Reibekäse, auch von den Werten her. Und der zerläuft auch einfach so gut. Ich weiß nicht, ob man die Werte erkennen kann. Auf jeden Fall, wenn ihr Glück habt, findet ihr den bei Kaufland, sonst müsst ihr es online bestellen. Aber wirklich der beste Leitreibekäse und er zergeht sogar. Ich habe einfach spontan jetzt noch Cookies gebacken und Leute, der sieht zwar nicht so gut aus, aber die schmecken unglaublich. Ich habe vorhin schon eine Ecke probiert, das sind Vanilla Chocolate Chip Cookies und ich werde den jetzt noch essen und etwas Milka Eis. Ich will das unbedingt mal probieren. Das habe ich im Tiefgefach gesehen. Mal schauen, wie es mir schmeckt. So, Friends, ich habe heute früh wie immer meinen Eiskaffee getrunken und meinen More Clear. Und ich habe gerade ein TikTok-Rezept ausprobiert und zwar ein Knoblauch-Cheese-Toast. Knoblauch-Käse-Toast. Auf jeden Fall habe ich auf Instagram ein neues Format gestartet, dass ich TikTok-Rezepte ausprobiere. Und das hat mich so angesprochen. Und ja, es war einfach so gut, dass ich vergessen habe, es zu filmen. Und ich habe es einfach aufgegessen. Hier seht ihr nochmal ein paar Videos. Es war wirklich, wirklich eine 10 von 10. Und jetzt werde ich mir noch einen kleinen Salat machen, denn ich brauche noch ein bisschen Gemüse. So, jetzt gibt es eine Ladung Gemüse. Ich habe einfach Kaisergemüse im Airfryer gemacht und dann noch ein paar frisches Gemüse geschnibbelt mit Mozzarella und sauren Gurken. Ich liebe saure Gurken und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. So, für mich gibt es jetzt eine Banane, die muss nämlich weg und ich hatte heute noch kein Obst zu mir genommen, habe ich gemerkt und ja, die esse ich jetzt erstmal. Und Freunde, ich hatte jetzt noch richtig, richtig Bock auf einen Eiskaffee, deswegen gab es jetzt einen Chunky Cappuccino. Und zwar, ihr braucht einfach nur einen Espresso-Shot, Mandelmilch, Eiswürfel und etwas Chunky-Flavor, so einen halben bis maximal einen Scoop, weil sonst wird es zu süß. Und das schmeckt einfach wirklich wie eine Sünde und ihr müsst nicht so viel Geld dafür ausgeben wie bei Starbucks. So, für mich geht es jetzt zum Hammerwurf-Training und ich gönne mir jetzt noch einen Designer-Bar im Geschmack Fudge Brownie und ein Synergy. Ich finde halt diesen Energy Drink so nice, weil der halt ohne Kohlensäure ist. Mega lecker, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, wir sehen uns dann später zum Abendessen wieder. So, Friends, zum Abendessen gibt es etwas Salat. Keine Sorge, ich werde nicht die große Menge essen. Und dazu zwei Pita-Taschen. Also ich mache so einen High-Protein-Döner, sage ich jetzt mal. Das schmeckt so, so gut. Und ja, mal schauen, was ich mir da noch als Nachtisch genehmigen werde. Der letzte Tag meines What I Eat in a Week ist angebrochen. Ich habe bereits schon meinen Iced Coffee getrunken. Wie ihr wisst, mir sind Routinen super wichtig. Deshalb trinke ich in der Früh so gerne meinen Iced Coffee und das auch wirklich jeden Tag. Also ich bin im Urlaub. Und ich habe gerade eine neue Sorte ausprobiert und zwar More Clear Glow Peptides. Im Geschmack Apple Cranberry, denn mein Paket ist gestern angekommen und der Shake ist fast leer. Ich muss euch echt sagen, ich liebe, liebe, liebe diesen Geschmack. Eine sehr starke 9 von 10. Ich weiß nicht, was mir noch fehlt, aber ich finde es nicht ultra süß. Das ist sehr, sehr gut, positiv. Es ist super fruchtig im Abgang. Ich mag auch den Apfelgeschmack. Finde ich sogar leckerer als Apfelholunderblüte, weil das war mir persönlich zu süß. Aber ich bin, glaube ich, eher so der Pfirsich-Typ, der Pfirsich-Eistee-Typ, aber Apple Cranberry,
Stark. Und wenn dieses Video online kommt, dann gibt es eine neue Aktion bei More Nutrition, nämlich die Proteinaktion. Es gibt 20% auf Proteine und Sirup und 30% auf alle Proben mit meinem Code MARYLOU. Und unter anderem gibt es auch 20% auf More Clear Glow Peptides, sowie auch auf Total Protein Sahne, Protein Pudding. Also ich kann euch hier nochmal alle Infos einblenden. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade Proben finde ich super nice. Für Reisen, für unterwegs oder wenn ihr euch einfach mal ausprobieren wollt, welcher Geschmack euer Favorite ist, dann ist es super, super nice. Und ja, dann sehen wir uns gleich zum Mittagessen wieder. Und es gab mal wieder Porridge für mich und vor kurzem habe ich diese Nussbutter bei Foodist bestellt und die ist wirklich eine 10 von 10. Die schmeckt einfach wie Nutella bzw. wie Nudossi und ja. Das Porridge war einfach so lecker getoppt mit Heidelbeeren, Blaubeeren, gefriergetrockneten Erdbeeren, die ich auch bei Foodist bestellt habe. Und dann war das wirklich ein Gaumenschmaus. Ich hatte jetzt noch Bock auf ein Laugenbrötchen. Da habe ich so TK-Laugenbrötchen von Koppenrad und Wiese mal gekauft. Und ja, nebenbei bearbeite ich schon mal das Video, was ja, ihr jetzt genau in dieser Sekunde anschaut. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es richtig gut, einfach mein Essen mal zu dokumentieren und selbst in mich zu gehen, ob ja, die Ernährungsweise so ausgewogen ist, beziehungsweise auch nicht krankhaft. Wisst ihr, was ich meine? Dazu kommt auch dann bald noch ein Fearfood-Video online, wo ich euch noch erzähle, wie das früher mit meiner Ernährung war. Da gab es nämlich auch so ein paar Struggles. Aber ich bin jetzt happy, dass ich mir ohne schlechtes Gewissen dieses Laugenbrötchen gönnen kann. Nachmittags habe ich mich dann mit meiner Schwester getroffen und habe wieder zwei Kugeln Eis gegessen aus meiner Lieblingseisdealer. Einmal Pistazien-Nougat und weiße Schokolade Cassis. Und dann haben wir uns noch in einen Café gesetzt und ich habe einen kalten Cappuccino mit Hafermilch getrunken. Zum Abendessen gibt es einmal Vollkornspirelli mit einer Käsesahnesoße. Oh, das sieht so, so gut aus. Und dann habe ich so Plant Crumbles gemacht. Das ist pflanzliches Hack aus Erbsenprotein. Und das hat einfach so, so gute Nährwerte und schmeckt einfach auch ultra lecker. Wenn das jetzt mal fokussieren würde. Auch nicht schlecht. Ja, aber das werde ich mir jetzt genehmigen. Und dann gibt es noch einen zweiten Teller. Ich habe nämlich richtig Hunger.